Hallo und willkommen zurück hier in Paths of Exile. Im 10. und letzten Akt. Wir haben es geschafft. Wir sind fast durch. Ein Akt noch und was war das? Schneeflocken. Dann haben wir es hier geschafft und haben die Geschichte. Jedenfalls durch. Das Spiel ist dann natürlich noch nicht zu Ende. Hier sind wir in Oriat angelangt, unsere letzten Station, mit dem uns dann mit unserem letzten Herausforderer anlegen müssen. Hier haben wir. Lilly hat uns höflicherweise hingerudert. Good to see you still kicking. Hier können wir unsere Gegenstände erstmal verkaufen, die wir hier fleißig gesammelt haben. Da ist ja auch wieder der Wahnsinn. Da können wir alles mal verdicken hier in den Kram. Zack, zack. Das auch. Und das auch. Das auch. So, das auch. Zack. War noch irgendwas hier? Das auch. Eine Chaosphäre haben wir gekriegt. Dann haben wir hier noch einen hübschen Gürtel. Stärke, Leben und tralala. Okay. 34 Leben und das war's. Ha, okay. So. Gut. Haben wir alles verdickt? Ist das schon mal was? If you're thinking about dying, trust old Whalum. Don't. Lani. So, die gibt uns ja auch nochmal Mission. The ravenous one has only grown more hungry since you left us, and I fear your efforts may be too little, too late. Kitava has all but destroyed us here, and our poor departed Utula's cultists have taken hold of the city. There's little ground left to tread that won't cause the grasping claws of Hinekora to reach out and wring our pretty little necks. So, jetzt müssen wir Bannon finden und ihn retten auf dem Kathedralendach. Hallo. Achso, wir können mal eine Prophezeiung uns holen. Ah, naja, ein Kartenapparat. Das ist jetzt mal einfach. So, dann haben wir hier Sinn, mit dem wir reden müssen. Ja, das finde ich auch gut, dass ich nur lebe. Yeah. While we have been absent, Oriath has become a necropolis, a swarm of Kitava's wretched servants. The situation looks more dire than I had first anticipated. Before we make our move, we must know what we are dealing with. I send you, Exile, as a scout, as the only scout that would stand a chance moving through the shifting forms of this nightmare. Ich muss hier mit den Kastanien und dem Feuer und so weiter. So. Mal gucken, ob wir hier. Nehmen wir lieber das nochmal. So, haben wir noch eins zum Labern? Nee, ne? Das war's im Großen und Ganzen. Hier haben wir auch einen Wegpunkt. Wunderbar. Uff. So, dann gehen wir mal ins Kathedralen oder auf das Kathedralendach. Da sind wir auch noch nicht oft genug gewesen. I will try this, my friend. Ja, da war ein fieser Fiesling hier. So, den haben wir erledigt. Das war jetzt okay. Thank God for you, my friend, if that weren't too on the nose. I felt for sure that this time it was my turn to depart our world. Kitava's cultists surrounded Lani and I a while back. We split up and I led a distraction, so she could make best man, of denkt nie nach. Funny, I really should have considered my own plan for evasion once I'd allowed her hers. Trefft mich an den Docks. Genau, und dann treffen wir ihn dann. Das ist natürlich jetzt mal, sagen wir mal, eine relativ einfache Mission. So, diesen Platz kennen wir ja auch noch, ne? Kitava und so. Diesen kleinen, schnuckligen Gott. So, hier haben wir wieder so ein paar, was ist das überhaupt? Ja. Ah,
hier diese kreischenden Hexen, die sind ganz schön nervig, weil die ganze Zeit, wie der Name sagt, kreischen. Oh, mal los. So, hier wieder so ein Flattermann. Kann ich überschießen? Nee, nee. Fluch, das ist nicht so schön. Weg, 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 weg. Ah, deshalb ist es hier so ab dem Level auch ganz gut, wenn man auch Widerstände gegen Verfluchen hat. Also Fläschchen zum Beispiel, die das bewirken. Und sich davon ein bisschen schützen kann. Weil das Verfluchen heißt ja mehr, dass man so einen Malus bekommt. Und den können wir uns sparen. Eigentlich. So. Schöller ist wieder da. Mein Gott, dieses Gekreische. Hallo, die Wolke, ja. Hier ist das los am Dach. Wie es bei so Kathedralen üblich ist, ne? Meine Herren, ey. Diese Hexen gehen dann echt am Keks. Der Schreierei. Jetzt noch mal ein bisschen zurückziehen. Auf der Flucht. Ja, wir müssen noch mal ein bisschen was für unseren Schaden und die Defensive hier wieder machen. Merkt's. Wir kriegen mal ein bisschen ordentlich auf die Mütze. Das müsste nicht unbedingt sein. Mein Gott. Wer hat die synchronisiert, frage ich mich. So. Können wir wieder ein bisschen XP sammeln hier. Komme ich nicht lang. Schattenbrosse. Ja, so sieht er aus. Nicht. Wer hat der denn jetzt noch so lebt? Das mischt ihr euch nicht auch noch ein, Leute. Schon anstrengend genug hier.
So, den hat's hingerafft. Ja, der hat hier auch wieder seine Verkaufsbude hier oben. Meine Güte. So, hier sind wieder die Einstellungen zurückgesetzt, dass ich wieder was sehe, was hier los ist. Auch wieder toll. Na. So. Hier geht's zum Stadtplatz. Da können wir uns auch noch mal umschauen. Hallo, ich bin ein großer böser Feind. Hallo. Du wolltest gar nicht. So. Na, also. Ich dachte, hier ist keiner. Ja, Mann, war mal eine hartnäckig. Hier alles angedackelt. Da geht's nicht weiter. Hier war irgendwas angezeigt. Eben müssen wir mal hier rum. Ich stelle mir allein durch das Kies. Sehr schön. Brauche ich gar nichts mehr machen. Das ist ein Kultistentraktat. Diese komischen Kultisten-Schilder.
Ja, die platzen schön. Ah ja, hier. Da haben wir einen Wegpunkt, das ist gut. Haben wir weniger Latscherei nachher. Ach, Kitavas Hörner. Ja. Oh, hier ist eine Essenz. Die hole ich mir mal noch. Jetzt hört mal auf hier. So nicht. Bin hier gerade frisch angekommen in der Stadt. Du kriegst ja nie Tourismus hier in den Laden. Zack, zack, Bums aus. So. Die Gegner explodieren ja auch noch, wenn sie sterben. Das ist auch interessant. Muss man wirklich aufpassen, dass man nicht dazwischen steht. Ich bin den ganzen Klumpatsch ab. War das die Trübsinger Depp oder was? Ich stand ja da nur noch. So, was haben wir hier noch? Okay. Dann holen wir uns mal die Essenz hier. Ey! Jetzt stören die hier. Scheiße! Für euch habe ich das hier nicht aufgebaut, ihr Pappnasen. Wow, 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 wow. Was ist hier los? So. Feuerschaden. Aller übel. Okay, aber das Ding haben wir. Und noch die Zähre, die wollen wir auch noch. Da haben wir noch eine Essenz. Wie schön. Wo ist er denn? Böse, kleine, miese Essenz. Die haben wir ja. Kälteschaden. Ja. Haben wir ein Plattenstück dabei? Ja, ne? Da haben wir ja noch vorne, ist jetzt nicht das Problem. Stärke muss ich jetzt. Naja, komm. Die sind eher Geschicklichkeit. Da könnte man das weiter boosten. Lass mal überlegen. So, weiter geht's. Ups, eingeblieben. Hier in der Ecke noch so schönes haben. Ja. Hier ist auch noch eine. Ja, wenn ihr das nicht mehr einblendet, dann sehe ich das natürlich auch nicht. Oh, die bleiben schön da stehen. Das ist nett von euch. Danke, Jungs. Ich mag das, wenn Gegner mitarbeiten. Na, was haben wir hier Schönes gefunden? Das entflammte Gericht. Ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Ihr habt immer den... Ich bin immer Hunger an Pizza, wenn man das hat, ne? Mit viel Chilis und so. Dann hier eine Veränderungssphäre. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Just need a moment to catch my breath. Ja. Catch my breath. Jawohl. Das entflammte Gericht. Das entflammte Gericht. Sollen wir rein ins entflammte Gericht? Ich weiß noch nicht. Sieht auch nett aus hier. So leicht angekokelt, aber es heißt auch dementsprechend entflammtes Gericht. Ja, das verspricht mal nicht zu wenig. Und natürlich auch hier in diesem höchstgeheimen, streng verbotenen entflammten Gericht sind unsere Expeditionsleute und buddeln rum. Ja, logisch.
die Musik jetzt plötzlich. Sherlock, komm, mach mit. Wo bist du? Ja, der Rat denke ich hier. Was soll das? Hallo? Halt auf damit. Gut, jetzt haben wir ein schönes Pentagramm da auf dem Boden. Habe ich fast übersehen hier. Eine Truhe, ein Tresor, wunderbar. Das machen wir uns mal auf hier. Oh, was ist das denn? Ein Fiesling? Oh, der ist gefährlich. Der hat uns ein kleines bisschen Probleme gemacht. So, hier alles im Gedöns. Ein Fünfling, das war auch wurscht jetzt. So, dann haben wir auch. Da ist noch so einer. Projektile, das ist unerschütterlich, wieder steht Elementarschaden. Sehe ich schön wieder. Oh, nice. Yes. Das ist aber gerumst. Das haben wir denn da gekriegt? Eine Wahlklaue. Ah gut, das ist nichts für uns. Aber da kriegen wir was Schönes vielleicht für. Ja, der braucht viele Werte. Halleluja. Also wenn man mit Klauen kämpft, okay. Das Ding hat einen guten Schaden, muss man sagen. 189, 200 Elementarschaden. Verstärkte Angriffe auch. Lebensraub. Das Ding ist nicht schlecht, wenn man mit Klauen jetzt spielen würde. Gischelt, Raubeffekt und so weiter. Also das ist schon eine ganz gute Waffe eigentlich. Hätte man eventuell noch gut verkaufen können. Die sind aber direkt weg gewesen. Ja, was ist da? Was ist los? Hier kein Mumm mehr oder was? So, haben wir hier auch aufgeräumt. Zu den Jungs hier. So, dann machst du das hier in den Just need a moment Großen und Ganzen. Was haben wir hier noch in der Mitte? Ach ja, da haben wir noch reichlich Gegner. Da verpissen wir uns aber auch schnell. Oder die Waldfee, was soll das denn? Haben wir aber direkt Schaden kassiert hier. Macht hier einen fetten Zweikampfangriff hier. Nahkampfangriff.
So, jetzt ist es ja nicht mehr so einfach. Was haben wir denn hier Schönes? Ihr landet immer kritisch. Das ist gut. Du landest immer kritische Treffer. Da können ja keine mehr großartig was. Das ist immer gefährlich, jeder Schuss dann. Mein Gott, diese vielen scheiß Türen hier. So, voll Zeit verplempert hier. So, wunderbar aufgestiegen. Endlich. Das hat jetzt nicht mehr echt gedauert. Und er hat viel XP verloren durch die vielen Tode. So. An der Seite kommen auch noch welche. Okay. Gut, hier ist nichts mehr. Dann gucken wir mal, wie es hier so weitergeht. Oh Gott, die sind noch ein bisschen gefährlich hier, ne? So, der ist weg. Ein granitenes Fläschlein. Das haben wir gefunden. Es gibt uns das denn Schönes. 1500 zur Rüstung. Entfernt Brand. Uff, nice. Verkürzte Wirkung. Nee, noch. Hält 2,7 Sekunden an. Das ist kurz. Ich glaube, das tun wir mal wieder austauschen. Mit dem tätigen Gift brauche ich hier nicht. Hier rumknurren. Du Lump! Wieso kann ich die eigentlich hier schießen? Ah ja, das ging. Nice. So. Machen wir gleich hier. Ach, haut auch. Lasst mich doch in Ruhe, ihr blauen Typen. Ja. Die sind übrigens lästig hier. Geht weg hier, Schlumpflumpen. Nicht an mein Huhn, Schweine. Boah. So, der ist weg. So, jetzt sind wir hier in der Kirche oder was? Krypta. Jetzt alle mitsingen. Oh. Oh, mitten rein ins Getümmel. Das war jetzt nicht so meine Absicht gewesen. Ja, da haben wir es endlich. Die zweite Kammer. So, haben wir die auch gefunden. Ist doch schön. Betrete das Laboratorium des Syndikats. Das machen wir noch gerne. So, den Wegpunkt wollte ich. Endlich. 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 So, die Docks. Die Docks, die wollte ich. Ich will mal hier andocken. Bei Lilith Rod. Nee, also nicht so. So, hier. Bannon, hallo, mein Freund. Sieht gut aus. Eigentlich nicht. You look at me with suspicious eyes. Yes. Ah, ja, ja. In ihm wohnt ja noch jemand.
indwelling spirit. But if it helps a little, I feel innocence stirring inside me. If you are to go wandering the city in its current state, be careful where you step. Kitava's cultists are constantly on the prowl, actively seeking food for their god. Es gibt nur einen Weg, zu Kitava vorzudringen und ihm sein ewiges Mahl zu entreißen, der Stab von Aviaros. Liegt irgendwo in den Trümmern der Kammer der Unschuld begraben. Also, da müssen wir wieder was finden, damit wir hier ordentlich auf den Putz hauen können. Then it is, as I feared. Kitava's strength has grown insurmountable in our absence. And his horns now deny us ein Fressdruck, ein schönes Wort. Evidently the hungry god has grown picky about what crumbs now travel towards his burgeoning throat. It is this strength that concerns me. I have spoken with our friend Bannon over there. Wir müssen den schlafenden Bruder herbeirufen, der in seiner Gestalt von Bannon, also hier ist Dingens drin. I feel I must confide something in you. Bannon wishes me not to speak of it, as he is willing for the sacrifice. Okay, also in Bannon schlummert Innocence und den müssen wir rauslocken. Lani is alive and well. In no small way thanks to you, I would be willing to guess. Without him being here, I would have lost my sanity or my life a long time ago. Take this gift as a token of both. Das nehme ich doch gerne. Was haben wir denn hier schönes Stiebnied ausweichen? Das habe ich schon. Uff, mehr Rüstung. Eigentlich habe ich das alles schon. Brandsturm brauche ich nicht. Davon habe ich eigentlich genug. Ich zeige eine Rauchwolke. Ja, das habe ich eigentlich auch schon. Ist auch egal, eigentlich zu übernehmen. So, auf Wiedersehen. So, haben wir noch eine kleine Nebenmission. Vilenta töten. Machen wir noch gerne. Jetzt will sie wieder. Nö, du kriegst jetzt keine Prophezeiung, das reicht jetzt. So, was will die wieder? Durch die Tränen in der Reliquienkammer. Da kommen wir aber eh hin, also von daher. Der Gischkönig ist Kramcocktail, ja? Trying to hunt down the location of that monolithic city. Then, while he were otherwise indisposed, Yers truly tried to follow in his gnarled footsteps. Er hat eine Perle so groß wie euer Kopf mit Inschriften, der verbleibt der Unterwasserstadt. Sehr viel Text, haben wir keine Zeit für, aber dann haben wir wieder eine Nebenmission, sehr schön. Und hier noch was. Es gab mal eine Zeit, da riss sich das Weibsvolk förmlich unter alten Wellem. Jedoch ist es eine Weile her, seit ich das letzte Mal die Wärme einer Frau und mehr gespürt habe. Und bei dem Umstand blutet mir das Herz. Der ist echt gut. Während meiner Zeit auf hoher See kam mir eine Sage über Königin Azir und ihre Vorliebe zu Ohren. Dieses Land soll angeblich eine Art Schatzkammer für alle glänzenden Kostbarkeiten sein. Eine dieser Kostbarkeiten sollte ihr berühmt-berüchtigter Liebestrank sein. Angeblich wirkt er aphrodisierend und garantiert dem Trinkenden, dass sein Herzblatt ihm sogleich in die Lenden fällt. Man erzählt sich, dass die Anziehungskraft ihre Wirkung quer über die ganze See entfalten könne. Die alte Königin verwahrte den Trank im Schädel ihres liebsten Liebesspielzeugs. Die verdammten Templer haben aber wohl schon ihre dreckigen Finger im Spiel gehabt und der bizarre Behälter nach gehe ich davon aus, dass die Templer ihn einfach und dem Rest der knochigen Überreste ins Ossiarium geworfen haben. Verbannter, bist du der Matrose, für den ich dich halte? Dann find dem alten Seemann diesen Trank auf, dass er nochmal wahre Liebe erleben darf. Du kleiner Lüstling. Ich finde diesen schottischen Akzent von dem cool. Also, eigentlich müsste man ihn länger zuhören, aber ich wollte jetzt ein bisschen abkürzen. Die sind lustig, die zwei. So, ja, haben es hier auch wieder geschafft. In diesem Akt sind wir schon mal gut angekommen. Haben schon mal einige Punkte hier freigeschaltet. Vom verwüsteten Stadtplatz und von der weiten Kammer. Also wie üblich, wir müssen es hier mal komplett durchschlagen. Dann müssen wir Innocence befreien, der noch immer in Bannon schlummert. Und dann später versuchen, mit vereinter Hilfe dann Kitava umzubringen. Ja, so sieht's aus. Das sind unsere nächsten Aufgaben. Wie immer hat Nugget die alle zu lösen, während ich zugucke. So, dann, ja. Genau, wie immer. So, also, da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann geht's so langsam hier ans Ende zu, im 10. Akt und Ende von Path of Exile. Aber was nicht das wirkliche Ende ist, sondern das Ende der Story. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.